zu Besuch bei Abdul Kerim Şimşek und seinem Onkel. Der Mord an Vater Enver Şimşek belastet die ganze Familie bis heute. Der Anschlag auf den Familienvater hat den Onkel gebrochen. Er kann kaum darüber sprechen. Er hat Depressionen bekommen damals, weil dann alles auf seinen Last fiel und irgendwann ist er halt zusammengebrochen. Die Polizei hat jahrelang den Onkel Hursit Baş verdächtigt. Als fliegende Blumenhändler hat sich die Familie von Enver Şimşek früh selbstständig gemacht. Sie brachten es bis zu Großhändlern für Blumen. So hat es eigentlich, das ist sogar von meinem Onkel das Auto. Der hat so angefangen damals. Ja, mein Onkel hat dann die Blumen gekauft. Eine erfolgreiche Integrationsgeschichte aus Deutschland. Doch dann ändert dieser Mord alles. 9. September 2000. Enver Şimşek wird in einem der Blumenautos erschossen. Mehr als zwei Autostunden entfernt von zu Hause, in Nürnberg, an einer vielbefahrenen Hauptstraße. Es ist das erste mutmaßliche Attentat des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, NSU. Doch die Polizei tappt jahrelang im Dunkeln, verdächtigt die Familie, Fotoalben werden beschlagnahmt. Erst 11 Jahre später die Entlastung und gleichzeitig der Schock, es waren Neonazis. Es folgt der Gerichtsprozess. Jetzt zum möglichen Prozessende ist die Familie tief verbittert. Diese NSU sollte aufgedeckt werden und quasi alle, die damit was zu tun hatten, sollten aufgedeckt werden. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Und mein Anwalt sagt, sobald dieser Prozess endet, wird alles unter den Teppich gekehrt und werden auch keine Anklage kriegen. Was ist mit der Neonazi-Szene in Nürnberg, den Hintermännern, die sich vor Ort auskannten? Das Terrortrio kam aus Jena in Ostdeutschland, weit weg von hier. Diese Fragen stellt sich auch Stefan Doll. Er leitet die lokale Allianz gegen Rechtsextremismus und zeigt einer neuen Mitarbeiterin die Spuren des NSU-Terrors in seiner Heimatstadt. Hier steht das zentrale Denkmal für alle Opfer. 9 davon Zivilisten mit ausländischem Hintergrund und eine Polizistin ermordet in verschiedenen Städten in Deutschland. Doch warum begann die NSU-Mordserie gerade in Nürnberg? Ich glaube, da hat man halt versucht, genau bewusst da nochmal anzusetzen. Also statt der Reichsparteitage, statt der Rassengesetze, die hier gleich ums Eck, da vorne an dem Gebäude, sind die Rassengesetze praktisch verkündet worden. Nürnberg, das Reichsparteitagsgelände, Ort der Nationalsozialisten, aber auch der Befreier. Hier sprengten US-Truppen das Hakenkreuz, als Nazi-Deutschland besiegt war. Stefan Doll glaubt, dass sich die Neonazi-Szene schon vor mehr als 20 Jahren die Stadt bewusst ausgesucht hatte. Mehr noch, dass hier besonders viele Unterstützer lebten. Diese Leute praktisch sozusagen sind zumindest nie zur Rechenschaft gezogen worden. Und diese Leute praktisch sind auch nie in den Fokus geraten. Also ein Versagen der Ermittler bis heute? Nachfrage beim Leiter des zuständigen Staatsschutzes. Aus polizeilicher Sichtweise, aus meiner Sichtweise heraus, muss man tatsächlich sagen, es wurde damals alles getan, die rechtsextremistische Szene in Mittelfranken aufzuklären, kriminalpolizeilich auch zu verfolgen, da wo es eben notwendig war. Und das Gleiche findet auch heute noch statt. Er sieht das völlig anders, Herbert Für. Der pensionierte Journalist hat bei der Regionalzeitung Nürnberger Nachrichten damals über die lokale Neonazi-Szene recherchiert. Er glaubt, lokale Nazi-Größen kannten die Terroristen und haben sich mit ihnen sogar öffentlich gezeigt, bevor die in den Untergrund gingen. Nachdem die drei untergetauchten Terroristen Böhnhardt, Tschäpe, Mundlos 2011 aufgeflogen waren, erhielten verschiedene Medien ein zynisches Bekennervideo, verschickt mit der Post bis auf einen Brief, der an die Zeitung in Nürnberg. Bei uns auf jeden Fall kam man nicht auf den Postweg, weil eben die Briefmarke fehlte. Was schließen Sie daraus? Ich glaube, es war einer aus dem Nürnberger Umfeld, der die DVD bei uns im Briefkasten eingeschmissen hat. Demnach müsste es Unterstützer der Täter geben, die bis heute nicht ermittelt sind. Abdul Kerim Şimşek, seine Familie und ihre Anwältin sind davon überzeugt. Ich fordere, dass die Ermittlungen mit der Verurteilung dieser 5 Angeklagten nicht beendet werden, sondern dass weiter ermittelt wird eben zum Netzwerk des NSU. Wir gehen davon aus, dass es viel mehr Mitwisser und Unterstützer geben haben muss und über diese Personen wissen wir nichts. Das Trio war kein abgeschottetes Dreier.
gespannt. 18 Jahre nach dem Mord an Blumenhändler Enver Şimşek soll der Prozess nun bald zu Ende gehen. Doch die Aufarbeitung dieses Verbrechens ist ganz offensichtlich noch lange nicht vorbei.